Peng, servus und hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 6. Staffel zur Folge Nummer 29 und yo, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ich hoffe, ihr seid katerfrei, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Party und ja, ich freue mich natürlich auch auf 23 mit Blick auf unsere 5. und 6. Staffeln, die gerade laufen zu Transport VR 2. Ich freue mich auf unsere Gameplays zu Train Sim World 3, zu The Bus und ich freue mich auch auf neue Games, die erscheinen, die wir vielleicht mal anzocken oder langfristig auf diesem Kanal implementieren werden. Hier und jetzt nur ein recht kurzes Video. Ich möchte gern die Lebensmittel-Lieferketten, Logistikketten verlängern. Und von daher starten wir einfach rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Video. Bevor wir hier jedoch richtig loslegen, ihr habt es eben vielleicht schon im Intro gesehen, das mit dem Bahnübergang ist ein bisschen suboptimal. Die Signale müssten eigentlich zwischen Bahnhof und Übergang, Bahnübergang stehen, weil sonst blockieren die stehenden Züge am roten Signal den Bahnübergang. Das werden wir mal fix ändern. Wir pausieren das Game und reißen mal hier kurz alles nochmal ein Stück ab, damit es einfach schöner ist. Und ich probiere auch einen zusammenhängenden Bahnübergang zu bauen, anstatt hier zwei separate sind, wegen der vorhandenen Freifläche hier zwischen. Mal gucken, wird sicherlich schnell was werden. Und dann ist es auch wieder solide und sauber. Moment bitte. So, schaut das Ganze, glaube ich, schon viel besser aus. Und wenn wir jetzt mal gucken, ob es die Linien zerschossen hat. Nee, nix da. Funktioniert alles noch. Können wir auch Play drücken. Dann sollte das jetzt seinen gesunden Lauf nehmen an der Stelle. Okay, dann haben wir noch ein, zwei Reaktionen meinerseits auf eure Kommentare unter dem letzten Video. Der Lukas Liebscher und der Fabtendo haben mich ein bisschen gerüffelt. Denn ich habe mal wieder und wie immer, eigentlich in jedem Video kommt es vor, ein Signal falsch gesetzt. Muss mal kurz gucken, die da oben waren richtig. Das hier ist richtig, das hier ist richtig, das hier, jetzt sieht man es, das ist falsch. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist weg und damit soll es jetzt passen. Wo ist denn das nächste Signal? Hier unten. Okay, und damit haben wir auch einen vernünftigen Blockabschnitt. Alles klar. Dann Matthias Ledin und Luca haben auch noch was entdeckt. Und zwar, dass wir hier an unserem kleinen Güterumschlag ein Problem haben, da sich die Linien kreuzen, was gar nicht nötig ist, indem wir hier einfach das fix anpassen. Das machen wir mal auch gerade natürlich. Linie verwalten, Güterumschlag von Gleis 2 auf 1. Und andersrum, Zugstein 1, Linie verwalten, Güterumschlag von Gleis 1 auf 2. Und bums, funktioniert es auch solide. Nice, danke auch da für eure Aufmerksamkeit. Und für eure Kommentare. Ja, wie immer, irgendwas bleibt auf der Strecke bei mir. Das vergesse ich denn oft mal. Wir wollen, wie schon eben kurz angesprochen heute, irgendwie die Bauernhöfe, zumindest einen weiteren Bauernhof hier per LKW erstmal anklemmen. Zur Lebensmittelfabrik. Von der Lebensmittelfabrik per LKW hier oben zum Hauptbahnhof, vom Güterbahnhof Freifeld, wo wir eben schon waren. Und von hier dann auf der Bahn bringen wir ja mittlerweile Lebensmittel einmal schon hier rüber nach Gabeln. Zur Weiterfahrt nach Jonsbach. Und jetzt, ich wollte es letztens schon, glaube ich, im Video machen. Ich habe schon mal drüber gesprochen. Hätte ich gern Rabach auch erstmal versorgt mit diesen Lebensmitteln, die von dieser Lebensmittelfabrik hier drüben kommen. Wenn es denn auch hier auch noch nähe Rabach Bauernhöfe 2 gibt und da oben auch eine Lebensmittelfabrik. Die anderen sind jetzt ja so ein bisschen im Flow. Warum sollen wir die nicht gleich nutzen? Und wir fangen erstmal bei Rabach an, den Bahnhof dahingehend einzurichten, dass das Ganze funktioniert. Das ist nicht richtig einfach. Ich überlege, ob wir ein drittes Gleis nehmen. Machen wir. Moment, ich korrigiere das mal schnell ab, bevor ich merke schon, das ist auch noch falsch. Wir müssen mal pausieren. Das müssen wir ja alles noch wegreißen. Oh, das ist gestückelt, weil das ein einzelnes Gleis ist. Zieh nie einzelne Gleise neben Bahnhofsgleise. Das gibt immer Theater mit zu vielen gestückelten Dingern. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht verstanden bis heute. Aber in diesem Zusammenhang stückelt das Game denn immer die Gleise, wenn du sie abreißen willst. So, jetzt sollte alles passen. Und jetzt mache ich mir einfach schnell ran, den Bahnhof zu korrigieren. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Güterplattformen hingezogen. Heißt, 240 Meter Länge wäre die maximale Möglichkeit an Güterzügen, die hier reinfahren. Ich glaube, für den Moment passt es auch. Das Gleis müssen wir mal wegnehmen. Und das Signal und den Wegpunkt auch. Dann gehen wir mal rein in die Gleise und den hier schon reinziehen, das ist einfach zu heftig, von daher lassen wir den erst hier rüberkommen. Ja, bis kurz vorm Tunnel, werden mit 85 km/h, wird vernünftig sein, sollte ich hier vielleicht noch ein Stück gerade ziehen, damit ich das Signal hier setzen kann. Ist zwar nicht zwingend nötig, sieht immer besser aus,
Das machen wir gerade. Ja, mit dem Offset. Das Signal-Offset von 8 Metern hat viele Vorteile, aber manchmal sieht es dann auch bescheiden aus. Sei es drum. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier unten im Tunnel denn einen Hosenträger reinkriegen. Geht sogar recht einfach. Bin überrascht. Okay. Das machen wir natürlich an der anderen Seite oder andersrum auch noch. Nur dann ist es ein Hosenträger. Dann brauchen wir hier drin noch ein Signal. Flügelsignal im Tunnel hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Wüsste mir aber anders nicht zu helfen. Und hier war doch eben noch ein Wegpunkt. Den setzen wir mal wieder hin. So. Dann gucken wir mal. Brauchen wir den auch? Ja, brauchen wir. Irgendwas funktioniert hier nicht mit den Linien. Auge an. Zug, Rohöl. Das ist das, das ist das. Und da machen wir wieder den Wegpunkt. Jetzt passt es. Okay, dann haben wir den Bahnhof mal soweit eingerichtet. Und dann bräuchten wir hier drüben noch einen LKW-Cargo. Den binden wir auch mal. Relativ pragmatisch binden wir den mal hier fix an auf der anderen Bahnhofseite. Dafür glätten wir zuerst und dann sollte das sicherlich easy going sein. So, ist jetzt sicherlich mordsmäßig steil. Ja. Aber macht nichts. Angebunden ist er erstmal. Dann glätten wir ihn nochmal kurz durch. So weit wie nötig. Und dann hätten wir das auch. Dann können wir eigentlich schon die Linie einrichten. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Mit unseren Lebensmitteln? Ja, gleich hier vorne. Guck mal. Interessant, okay. Erreichen wir die? Wenn ich das so mache, ist das weg, ja. Dann ist weg. Erreichen wir diese Gebäude eigentlich vom Bahnhof aus? Teilweise. Nochmal gucken. Na gut, dann stellen wir den ein bisschen pragmatisch erstmal. Wir sind ja nun mal nicht im Schönbau, Freunde. Alles ist erlaubt hier, oder? Wir stellen einfach die Entladehaltestelle direkt hier vorne. Ganz einfach hin. Ja, so machen wir das. Dann ist die Linie natürlich auch ein absoluter Kindergeburtstag. Hauptbahnhof Rabach, das kopieren wir mal fix und übernehmen das noch für hier drüben. Rabach Haltepunkt wird Hauptbahnhof Rabach. In Klammern GBF schreiben wir dazu. LKW, Brot, was würde das sein? Brot 2, Brot 3, ich glaube Brot 3 müsste das sein. Mal gucken. Ja, 1, 2, Brot Nummer 3. Wir nehmen mal grün und dann richten wir die Linie. Ach so ein Quatsch. Ist ja sogar denn schon... Hier, guck mal. Die ist es. Und es wäre dann sogar schon LKW Brot 4. Jetzt. Dann machen wir die einfach auch grün. Zip. Und jetzt nehmen wir die hier und richten die ein. Zack. Zack. Schnell gemacht. Hauptbahnhof. Vollladen einer Fracht. Wenn verfügbar und geladen wird entsprechend Bread. Oder Lebensmittel heißt es, oder? Lebensmittel. Ich sehe halt immer Brot. Und hier wird einfach nur entladen. Und zwar natürlich auch Lebensmittel. Gut, dann bringen wir gleich mal 2, 3 LKWs rauf. Ich glaube, so viel müssen es nicht sein. Wir haben immer noch nichts Schöneres am Start. Wir fangen einfach mit 2 an. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird auf LKW Brot 4. Und dann haben wir das an der Stelle schon. Dann können wir hier von hier eigentlich gleich weitermachen und die Linie ziehen. Und zwar brauchen wir jetzt noch eine Zugbrot. Ich muss kurz überlegen, Brot 2 muss es sein, oder? Da bin ich wohl richtig. Zugbrot 2 passt. Die machen wir in Orange und die geht einfach von hier und jetzt ab rüber nach Freifeld. Ist eine recht lange Linie. Hierher. Und hier, schaut's, wir haben sogar schon, ich wusste es doch noch, einen Gleis dafür eingerichtet. Also irgendwie ist das Thema so ein bisschen liegen geblieben. Und bei Freifeld Güterbahnhof wird natürlich Vollladen einer Fracht, wenn verfügbar. Vollladen einer Fracht, wenn verfügbar? Was ein Quatsch. Vollladen, Lade, wenn vorhanden. Freifeld Güterbahnhof, jetzt nochmal, Vollladen einer Fracht, das passt. Und wir laden hier natürlich Lebensmittel oder Brot und den Rabach Abzweig. Den müssten wir auch nochmal umbenennen. Ach so, okay. Den benennen wir einfach gerade Copy-Paste. Mehr oder weniger identisch wie den anderen. So, jetzt passt's. Und hier wird... Auf welchen Gleis kommen wir da an? Auf dem richtigen, okay. Laden wir vorhanden. Hier wird gar nicht geladen, hier wird nur entladen. Aktuell Brot. Okay. Dann können wir hierfür noch einen Zug bestellen. Wo holen wir den her? Wo ist das nächste Depot?
hier hinten. Und da hat mir der liebe Fabtente auch noch geschrieben, wir müssen wegen den Signalen nochmal gucken, aber das machen wir ein anderes Mal. Und dann habe ich noch so ein geiles Kommi erhalten von einem Zuschauer, der mir gesagt hat, eine Eselsbrücke, wie das funktioniert, ich mir merken kann, was Güterzug und was Personenzug, Lokomotive, Dampflokomotive ist. Aber dazu später mehr. Wir nehmen einfach hier und jetzt, müssen wir mal gucken, welche Wagen wir überhaupt derzeit wieder haben für Brot. Die fahren 65, 65, 50, 80. Also wir haben nur die. Okay, und wenn wir nur Waggons haben, wir hämmern hier mal eine Garnitur zusammen. 120 Meter. Machen wir so. Mit 112 Kapazitäten. Ich glaube, so viel brauchen wir zwar einfach nicht mal. Hier zurück. Jetzt habe ich wieder vergessen. Wie schnell fahren die? Mai, Jacko. 80. Das heißt hier, sie ist zu langsam. Die ist gut. Die ist gut. Die ist schon zu schnell. Und zwischen den beiden nehmen wir diese hier. Kaufen für 8,9 Mille. Und dann rauf auf Zug. Brot 2. Haben wir das auch. Gute Fahrt. Dann müssen wir rüber und schließen hier zum einen mal den nächsten Bauernhof an. Sollte ja auch easy sein. Versende 200, Transport 55. Hier könnten wir durchaus noch gleich mal... Ja, okay. Hier müssen wir sogar die LKWs erhöhen. Wie viel haben wir drauf? 20 Fahrzeuge aktuell. 2, 3, 4, 5. Und wir machen mal auf 30 hoch. Dann wird es vielleicht besser werden. Wenn wir hier nochmal rüber gucken, den sollten wir, glaube ich, auch... Ja, den müssen wir auch ändern. Wir verlängern den, dass der einfach mal mehr Kapazitäten hat, um ja, Waren aufzunehmen, zwischenzulagern. Zip. So. Jetzt sollte das passen, glaube ich. Und dann können wir jetzt hier vom nächsten Bauernhof... Welcher ist der nächstgelegene? Eigentlich Boogie will ich mal nehmen. Hm. Nimm mal den hier. Nee, nimm mal nicht. Nimm mal den hier. Hauen hier mal ein LKW-Cargo rein. So, hätten wir das. Und dann kommen wir auch gleich die nächste Linie anliegen. Neben LKW-Getreide 212 wird es LKW-Getreide 3 werden. So, und LKW-Getreide bekommt eine andere Farbe. So, und LKW-Getreide 3 bekommt eine andere Farbe. So. Und dann geht's von hier sehr unspektakulär rüber nach hier. Und der kommt von der anderen Seite. Ah, okay. Der fährt aber hier auch die Seite an. Genau. Und hier wird nichts geladen. Hier wird nur entladen. Und zwar das Getreidekorn. Und auf der anderen Seite, Vollladen einer Fracht, ebenfalls das Getreidekorn. Gut, haben wir das auch? Dann ist die Frage, wo kriegen wir hier LKWs her? Wahrscheinlich aus Freifeld direkt. Und da nehmen wir auch einfach, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir nehmen mal 20 Fahrzeuge für den Anfang. Sollte dicke reichen. LKW-Getreide 3. Sollte dicke reichen, ist vielleicht auch falsch. Wir haben es ja gerade schon bei der anderen Linie gesehen. Aber ein Anfang muss ja erstmal gemacht werden. Dann gucken wir nochmal auf der Linie, die dann wiederum die Lebensmittel hier abtransportieren zum Bahnhof rüber. Wie viel wir da aktuell haben. LKW Brot 2, Fahrzeuge verwalten. Das sind 6 und das scheinen auch mehr oder weniger zu wenig zu sein. Wenn ich sehe, was hier steht. Also erhöhen wir die mal, vor allem mit jetzt dem zweiten angebundenen Bauernhof und einem erhöhten Bedarf. Klonen wir mal auf 10 und klonen mal hoch auf 15 Fahrzeuge und auch das behalten wir im Blick und korrigieren bei Bedarf. Kreuzen sich jetzt hier noch Linien, was ein Problem sein könnte, bevor ihr mich korrigiert, sollte ich mich natürlich selber mal korrigieren. Das passt hier. Die würden sich nur hier kreuzen und das passt hier. Ja, kann man jetzt so machen erstmal. Ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber für den Moment okay. Gut, haben wir das. Und ich glaube, wir sind so weit schon mal ready für den Moment. Jetzt könnten wir gucken, ob hier als Abnehmer Rabach mit aufgeführt ist. Ist mit aufgeführt. Sehr nice, dann geht es da schon mal los. Wahrscheinlich ist unser Güterzug viel zu lang, den wir hier gebaut haben. Aber das behalten wir einfach mal im Auge.
und gucken, wie sich das entwickelt. Hier kommt gerade noch der Zug an. Wo fährt denn der weiter hin? Der fährt noch rüber bis Biersee, oder? Zugfernverkehr 1. Der fährt nur bis Biersee, genau. Und warum steht der Holzzug hier? Ach so. Blockabschnitt erstmal frei werden lassen. Alles klar. Also, erste Video im neuen Jahr, kurz und schmerzlos. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt's mir fürs neue Jahr gesund. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, baba, der Checo. Servus! You are, 'cause you're in my head.